Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von. Valheim. Genau, ich habe vergessen, wie das Spiel hieß. Ich wollte schon wieder Valhalla sagen. Ich Valhalla! auch immer. So. Ganz schlimm, ey. Ja, gut, das ist Valheim. Wer es nicht kennt, der wird es jetzt kennenlernen. Und erstmal klicken wir die. Gehen weg. Weil der ist egal. Dann kommt er hier nochmal. Genau. Weg, da müssen wir auf den Steine klicken. Wir werden wissen, wo wir nicht hingehen sollen erstmal. Dann will er noch irgendwas von einem. Und dann kann er sich verpissen gehen. Oh, es verpisst sich. Hier oben. Ja. Ist mir die ganze Text Hast du hier auf den Stein durchlesen. geklickt? Ja. Das sind alles Das ist ein Profis, die kennen das Spiel Grußspiel. schon. Die haben das schon auswendig gelernt, ich nicht. Vor 3 Jahren gespielt oder so. Ja. Nochmal Rabe, hallo. Jetzt ist er hier. War euch auch so ein großer Teil von der Karte schon erkundet? Nein. So eine richtige Linie übers Wasser? Ach so, ja, das schon. Aber das ist doch kein großer Teil, Junge. Zoom mal raus. Ja, aber. Dann, du hast Besuch. Ja. Was denn machen? I need help. I I need help. Hast du eine Fackel? Dann brenn den einfach an. Wir haben gar nichts. Ihr habt eine Fackel, Ja, man doch, braucht eine mir eine Fackel Fackel. startest du. Oh. Tja. Wir haben gar nichts. Ja. Hast du PvP an, Jan? Ja. Der Fortschritt Ich wird hab mir schon gezeigt von eine den. reingehauen. Hast du? Ist auch so Aus viel. Versehen. Komm her. Ja, Ich mach jetzt. mit, ich mach mit. Bam, Alter. Fuck, ich hab PvP vergessen. Also. Bam. Ich bin so Profi. Mann, der Einzige, der es Brenn sagt. du und so, und damit unsere Fackel nicht kaputt geht. Hier, brenn weiter. Nicht um die. Du Bam. machst die Fackel kaputt, wenn du zu oft haust. Dann machst du eine neue. Ich hätte gern ein paar Steine. Dann Alle mach gibt ich es ja eine nur am neue. Strand, oder? Ey, das ist so derjenige, der die Umwelt kaputt macht, ja? Deswegen haben wir keine Bäume mehr. Wait, what? Nur am Fackeln bauen, weißt du? Nicht mal sparsam mit den Ressourcen umgehen, die man hat. Erstmal Fackeln in Real Life bauen. Na, machst du doch die ganze Zeit. Das ist so Real Life. Valheim ist live, Digga. Ja. Für Valheim, Ja. Digga. Oh. Für Valheim. Habt ihr einen Stein oder so? Irgendwas? Ja, ich hab ein paar Steine. Gib mal einen ab. Du Einstein. Ich Ah, ich sammle hab einen. gerade. Sorry. Okay. Brauch nicht mehr. Was brauche ich denn dafür? Ah, 4 Steine, warte mal. More stones. Jetzt hab ich kein Holz. Das ist eine Buche. Das weißt du woher? Bitte. Ah, okay. Sad life. Hast du jetzt gewartet? Hast du jetzt, als ob ich wüsste, was. Ihr müsst aber mal auf die Karte gehen Ja. und dann anklicken für andere Spieler sichtbar. Fällt mir gerade ein. Das wäre mal eine Idee. Wo ist denn das? Da. Oh, Auf der Karte. hallo Rabe. Es gibt eine Karte. Let's eat the Himbeer. Kann ich jetzt PvP anmachen oder darf ich dafür. Ach, dafür darf ich wahrscheinlich ein Waldchen nicht schlagen oder so. Oh, wie nervig ist Ja. das denn? So, jetzt PvP aktiviert und dann nie wieder drauf gucken. Ist der Rabe schon wieder da? Müssen wir ganz viel Nee. Achtung darauf geben, auf Jan. Weil Christoph ist nicht derjenige, der ihn tötet, wenn er schlägt. Jan ist einer, der sagt, I don't care. Der schlägt erst und guckt dann auf die Lebensbalken vom anderen. Was für Lebensbalken. Kennt er nicht, kennt er nicht. Truff. Los, du scheiß Baum, geh kaputt. So. Töten hier da hinten. Der andere Warte Baumstamm ist zum mal. Spawn gerollt. Aber die Map teilen kann man nicht, oder? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich denke auch nicht. Aber man kann Markierungen und so weiter machen. Ja, das stimmt. Frage ist nur, ob die Sollte. dann jeder sieht. Warte, ich mach mal eine. Hallo, mein guter Gräuling.
Komm mit mir. Bitch. Ah! Okay, nehm ich die Fackel. Macht mehr Schaden. Sieht einer von euch das Lagerfeuer? Ich bin am Kämpfen. Ja, du kämpfst immer. Auf der Map die Markierung. Headshot! Oh, da bist du down. Die Markierung. Ja. Ist ungefähr beim Spawn, ist ein Lagerfeuer-Symbol. Ne, da ist nix. Ah, bei mir auch nicht. Das heißt, sie sind auch nur... Ja. Wusstest du, dass du ausweichen kannst? Mit was denn? Rechte Maustaste gedrückt halten und dann Leertaste drücken. Ah, lol. Ja, hab ich nie genutzt früher. Ich glaube, das gab's früher auch nicht. Kann sein. Das ist das, was ich am Spiel am coolsten finde, lol. Dark Souls Dodges. Wo gibt's denn hier mal eine große, großes, flaches Nichts, wo man sich ein Dörfchen bauen kann? Oder wollen wir uns einfach im Wald hinpflanzen und das alles wegholzen? Ich meine, das hätte auch einen Vorteil, weil dann würden wir direkt Holz sammeln beim Bauen. Ja, aber auf dem Hügel ist nicht so geil, glaube ich. Also bei mir ist eine freie Fläche. Wir könnten theoretisch auch hier bauen und dann verschiedene Höhen machen, die wir miteinander verbinden. Also so einzelne Plateaus, die dann hoch und runter gehen, wenn du verstehst. So eine kleine. Ich kann nicht mal für die Zukunft was sagen, es gibt Portale. Ja, das wusste ich. Hier wusste ich also nicht, aber habe ich mir gedacht. Lass uns erstmal ein bisschen weitergehen. Vielleicht finden wir ein gutes Plateau oder so. Holz können wir da abhaben. Holz. Nein, ich will diesen Holzstamm jetzt. Okay. Das Problem ist, wenn wir irgendwo hinrennen und wir finden einen Endboss, ist das ziemlich doof. Also. Da finden wir keinen Endboss. Ja. Die Endbosse, die musst du selbst spawnen. Ja. Brauchst du was zu essen? Die Endbosse. Spieler haben mehr als einen Endboss. Fakt. Ja, aber alle Endbosse musst du selbst spawnen in Valheim. Was ist was zu essen? Also wie findet man, wo findet man, was ist... Zum Beispiel, also Bären. Kannst du Fleisch nehmen oder Bären. Hier, guck mal. Hier unten. Löwenzahn auf was anwenden, Digga? Guck mal vor mir. Warte mal, so. Hier, da. Wie hast du das? Ess mal. Was hast du herbekommen? Ja, aus dem Busch. Hallo, so, dann Rabe. Musst du das essen. Und dann kriegst du mehr Leben. Und Ausdauer. Jan, wäre cool, wenn du vielleicht mal in unsere Richtung kommen würdest. Ja, ich komme gleich. Danke. Ja, wir haben noch nichts gefunden, oder? Guck mal da hin. Hallo, Rabe. Ist es der... Nee, ist der Boss, Alter. Hab ich doch gesagt. Geil. Guck mal, hier ist ein Plateau. Was ist das für ein Stein? Das ist noch hügeliger als das eben. Wir können auch einfach den Spawn eben, wo wir waren, als Zentrum quasi machen, so als Bergding oben. Oder so leichte, unterschiedlich hohe Plateaus, die wir dann mit so Treppen verbinden. Das wäre eigentlich smart. Weiß ich nicht. Gesper da hinten hin. Ich wäre da voll für. Himbeeren. Himbeeren. Guck mal da hinten, das ist eine Bude. Alter, über uns ist ein großer Baum. Achso, ja. Der Yggdrasil. Ja, Lebensbaum. Oder Weltenbaum in der nordischen, ja. Ja, ja. Wollen wir vielleicht hier die Bude nutzen? Bevor du dran denkst, das Haus abzubauen, nutze einen Hammer dafür. Jetzt weiß ich, wofür ich Holz gefarmt hatte. So, hab einen Hammer. Perfekt. Guck mal, du kannst ihn nämlich so abreißen. Ich weiß, ich hatte schon. Den Teil habe ich auch noch geguckt gehabt, aber da war ich dann fertig. Grauling. Gräuling. Komm her. Komm her, mein Süßer. Komm. Ja, genau. Ab. Oh.
Bam! Bam! Ja, du hast einfach einen Knüppel. Ja, ich hab mir einen gecraftet, warum du nicht? Ja. Kein Holz gehabt. Weil der so weniger Schaden macht. Ich würde aber behaupten, wir machen das Hauschen hier, aber wir benutzen das als Lagerraum. Können wir machen. Kann man Sachen, wie kann man Boden leveln oder muss man das erstmal irgendwie mit einer Schaufel oder so? Gute Frage, wie war das? Wir sollten erstmal es irgendwie hinkriegen, eine Werkbank oder so zu craften. Reparieren. Erforderliche Werkbank. Handwerkstation. Was ist denn eine Handwerkstation? Die Werkbank Hammer, ist eine Handwerkstation. Das ist echt. Also literally, okay, okay, pass auf. Also ich sag's mal so, hier wo ich gerade bin, ist eine riesengroße Fläche einfach nur. Wir haben schon gefunden. Ah. Nee, du chillst halt immer irgendwo anders, Jan. Ja, Jan macht sein Jan-Ding so. Kappas gesucht. Damit. Gesucht? Ich sag dir, komm mal bitte mit, du brauchst 10 Minuten, bis du rüberkommst. Und nicht mal auf dem Weg bist du. Ja, so lange brauche ich auch nicht. Weil, nee, ach, nee. Weißt du, wo Jan ist? Hm, ein Stück bei uns südlicher. Nee, pass auf, erst bei unserem Plateau, weil unser Plateau ist so ein langes grüner Streifen, der bis da hinten weitergeht. Und da irgendwo ist er. Ah. Oh Mann. So. Kann man reparieren. Ich kann noch was auf der Karte markieren. Gibt's eine extra Funktion mit dem Hammer zum Reparieren? Keine Ahnung. Markierung hinzufügen, steht da unten links davon. Ja, Doppelklick war's. Dann komm, reparieren wir erstmal den Scheiß hier. Wenn wir den schon benutzen. Holz in der Freiheit. Man braucht Ausdauer zum Reparieren? Mann, das ist realistisch. Mann! Alles heile, oder? Wenn nicht, mir scheißegal. So, Boden, Boden, Boden. Oh Gott. Geh weg von mir. Erstmal was essen. Warum ist hier so ein Strich auf dem Boden? Ach, das ist die Werkbank. Die Reichweite von der, wo man bauen kann. Er knittet erstmal. Ey. Ich will ableveln, Entschuldigung. Ich war ganz knapp davor. Okay, ich repariere es wieder. Do it! Komplette Seiten waren einfach halb kaputt gehauen. Mit einem Schlag. Ist ja auch nur scheiß Holz. Ich weiß. Wilde Voraussetzung, ne? Kein Holz mehr. Willst du Holz? Ich kann dir Holz geben. Wir hauen jetzt erstmal hier. Es wäre blöd, wenn wir hier die Bäume weghauen. Wir gehen da hinten in den Wald und hauen da weg. Wenn wir jetzt jeden Baum hier weghauen, kann man auch Setzlinge pflanzen oder so? Ich glaube, die respawnen. Einfach. Gehen wir mal sicherheitshalber einfach ein bisschen weiter in den Wald und hauen dann hier einfach alles um. Weil ich weiß, ich hieß das Let's Game It Out oder so, der da alles kahl gehauen hatte und dann war da nichts mehr. Weiß es nicht. So, da bin ich doch schon. Ich sehe dich noch nicht. Boah, ich muss richtig vorsichtig sein bei dir. Ja, siehst du? Schöne neue Mechanik. Vorsichtig sein. That was effective. Ich liebe die Funktion. Oh, guck mal, wir haben Gast. Hallo. Möchtest du mein Freund sein?
Hey! Komm her. Ja, jetzt gibt er schon auf. Ja, das ist Zeitverschwendung und du rennst zu dem nächsten hin. Ja. Es wird dunkel, wir wollen Feuer haben, wir wollen Bett haben, Junge, komm mal ran hier. Feuer ist schon da. Boom. 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 Der tat weh. Oh Mann. Warte mal. Ging das noch? Das war zu weit, glaube ich. Nee, warte. Wer bist du? Ich versuche gerade eine Taktik. Chill mal, chill mal. Danke, Bruder. Au! Bruder, du hast mir die Hälfte meines Lebens abgezogen. Ist das deine Taktik gewesen? Sehr, sehr, sehr schöne Taktik. Das war nicht meine Taktik, Mann. Also der erste Tod dieser kompletten Season geht in Folge 1 an Christoph in nur 16 Minuten und 40 Sekunden. Ohne einen Gegner. Ja, der einzige, der noch schneller stirbt, ist Bram. Na scheiße, ey. Baro irgendwas mit 3 Minuten oder so weg war. Respekt. Das war so geil. Vor allem, er hat sich selbst geschlagen, weil in der Staffel davor oder so ist er gestorben, bei 6 Minuten oder so. Und dann ist er. Oh, Mann, Kirino. Öffnen. Na? Direkt leer machen. Lass mein Schild in Ruhe. Ja, ich brauche was zu essen. Ey, dann gebe ich's dir. Hör auf zu looten. Danke fürs Geben. Unfair. Hey, du hast mir doch gerade gesagt, du willst es mir geben. Wo hab ich's denn? Aber nicht aus meinem Grab. Das hast du nicht gesagt. Ja. Normal muss man das auch nicht erwähnen. Wenn man sagt, also, geben. Ne? Ich meine, du hast es mir gegeben. Weil lag ja, Scheiß noch, hab ich. Lag ja noch in deiner Hand. Nee. Doch. Da ist meine Hand nicht. Da ist keine Hand. Die ist nur ein bisschen kalt. Keine Hand! PvP ist ab. Wo ist PvP aus? Weiß es nicht, weil ich tot bin wahrscheinlich. Ah, jetzt wieder an. Gehen wir zum Feuer. Aber sie ist positiv, jetzt hast du mich das wieder geheilt. Dunkel. Dafür, dass du mir diesen scheiß Baumstamm über den Kopf gehauen hast. Er verreckt einfach an einem Baumstamm. Ja, vor allem, der war ja nicht mal schnell oder so, der hat mich einfach zerdrückt. Ja, vielleicht sind die Dinger schwer. Ja, normal ist das nicht das Problem. Vielleicht sagen die Leute, dass hier noch Baum fällt, damit nicht einer untersteht, weil die schwer sind und den erschlagen. Ja, du kannst übrigens Bäume pflanzen. Ich hab Samen. Super, ist gut zu wissen. Du hast all meine Himbeeren genommen. Warte, so 2. Dann gib mir eine, Mann. Ich hab noch keine mehr. Auf, komm mal her. Du brauchst nur eine Est. Christoph, dreh dich um. Da. Was? Ich brauche nur eine Est. Ich hab so wenig Leben. Ey, du hast jetzt Himbeeren. Wo? Ich hab dir hier 10 hingeworfen. Die hast du eben eingesammelt. Nein. Das war Bolz bestimmt. Nein. Wer sonst? Warte mal. Ich hab 10 Stück geworfen. Ah, lol. Ich hab's einfach nicht gesehen. Lol. Lass den Gräuling in Ruhe. Fängst an zu frieren. Nicht. Guck mal, der rennt nur weg. Okay, das ist ihn. Die Mace Survive ist aber Pet. Okay. Mann! Und er nimmt direkt den Loot mit, Junge! Er nimmt direkt den Loot mit! Jetzt reicht's, das ist Grabschändung. Ey!
Ja, du bist hier nicht mehr willkommen, du kannst gehen. Bau woanders dein Haus. Tapu! Geh da hinten hinter den Hügel der Schande und da bau. Bau hinter dem Hügel der Schande, da gehörst du hin. Das Gelee musst du mit. Das ist wichtig und richtig. Du hast unseren Freund gekillt. Ja, unser Haustier, Digga. Unser kleiner ja. Home-Gutling. Und Haustier! Wann? Ah! Er rennt ins Leine! Wie wurde bist du Suizid gefährdet? Geh weg von mir, ich will nicht nochmal brennen. Alles klar. Er hat sich selber angezündet. Das ist ein gutes Ende der ersten Folge, ja? Du kannst ihn so nicht anzünden, Christoph. Du musst. Danke. Gerne. Gerne. Und der zweite Tod geht an Bolz. Ja, super. Verpiss dich, Jan. Ist gut jetzt. Du hast angefangen. Junge! Piss dich! Ganzen Weg nochmal laufen, oder? Triff's eh nicht. Das mache ich zwischen den Folgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, was auch immer das hier für ein Spiel ist. Ich hab's vergessen. Valhalla. Nee, Valheim. Bis zum nächsten Mal bei Valheim.